Hast du schon mal was von Online-Arbitrage gehört? Das ist nichts für Anfänger oder für Fortgeschrittene, das ist für jedermann. Online-Arbitrage ist ein Riesenthema und ich erkläre dir hier in diesem Video, wie es funktioniert, wie man so ein System skalierbar aufbauen kann und natürlich, wie man damit massiv Geld verdient. Bleib dran! Herzlich willkommen, mein Name ist Jens Lindner und ich bin hier bei AMZ Pro, dein Gastgeber. Hier geht es vorrangig um die Produktion in China und den Vertrieb über Marktplätzen. Zu Marktplätzen gehören zum Beispiel auch Amazon, eBay, aber auch dein eigener Online-Shop. Wenn E-Commerce für dich spannend ist und du willst mehr darüber erfahren, hey, was hindert dich daran, jetzt sofort den Abo-Button zu drücken und die Glocke, dann verpasst du hier garantiert kein neues Video mehr. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte auch gleich den Daumen nach oben, so kann ich hier auf YouTube noch mehr Menschen erreichen. Dieses Online-Arbitrage ist schon eine spannende Geschichte, zumindest für die, die sich bereits schon damit beschäftigt haben. Was das genau ist, kann ich in zwei Sätzen zusammenfassen. Du schaust auf Online-Webshops und guckst, dass du Ware so günstig findest, dass du die mit Gewinn wieder auf Amazon anbieten kannst. Das ist alles, also einfach ziemlich platt. Allerdings gibt es da eine ganz kleine Hürde und die setzt nämlich schon ganz am Anfang ein. Wo genau finde ich denn überhaupt diese Produkte, die ich gewinnbringend auf Amazon vertickere? Wie kann ich das skalierbar aufbauen? Denn jetzt mal ehrlich, nur skalierbare Businessmodelle sind wirklich ein Business, alles andere ist doch nur ein besseres Hobby. Ja, und hier stelle ich dir zwei Methoden vor, wie man vorgehen kann. Einmal ja, die Hands-on-Methode, das ist die Methode, wo ich manuell nach guten Produkten suche. Und dann zeige ich dir dann im nächsten Step die skalierbare Methode. Also wie genau ich skalierbare Produkte finde und diese dann auf Amazon liste. Ich glaube, das ist ein ziemlich spannendes Thema, setzt aber voraus, dass wir jetzt direkt auf meinen Bildschirm gehen, damit ich dir zumindest erstmal die Methode 1 erkläre. Herzlich willkommen auf meinem Bildschirm. Wir sind auch schon bei Google gelandet, die Mutter aller Suchen. Und hier brauchen wir eigentlich gar keine Suche zu starten, weil wir wissen ja schon so ungefähr, in welchen Shops wir einkaufen wollen oder können. Hier gibt es zwei Strategien. Entweder ich suche Produkte, die ich jetzt direkt günstig einkaufe und sofort auf Amazon liste. Das sind dann die Produkte, die saisonal möglicherweise jetzt gerade hip oder angesagt sind. Oder aber ich handle antizyklisch. Das bedeutet so viel, dass ich Produkte erstmal einkaufe zum günstigen Preis, weil jetzt ist der Verkauf oder der Abverkauf nicht so groß für die Einzelhändler. Deswegen sind sie bereit, die Ware auch günstig rauszugeben. Ich lege sie mir selber ans Lager, um sie dann zur Saison zu verkaufen. Das ist im Übrigen auch meine Lieblingsstrategie und deswegen gehe ich meistens auch immer zuerst zu Playmobil, weil ich weiß, dass Playmobil im Frühjahr relativ gute Angebote hat und im Winter man die zu einem wirklich unseriösen Preis verkaufen kann. Und hier geht es dann direkt in die Fundgrube und solche Angebotssektionen, die hat eigentlich jede Webseite. Wenn man jetzt beispielsweise zu Real geht, da habe ich hier auch sowas wie Angebote und Restposten und kann mir dann hier auch eben mit 50%, 41% mir die Produkte anschauen. Ja, 6% ist natürlich viel zu wenig, da mache ich keine Marge, aber 39% hier, das könnte schon was sein. Und dann haben wir hier mit 33% so eine Kinderküche. Ja, why not, wenn ich die für 170 Euro verkaufen kann und 113,90 Euro einkaufen kann, das ist beides schon inklusive Mehrwertsteuer, dann macht es ja auch Spaß. Okay, aber gehen wir mal zurück zu Playmobil. Ich gehe hier in die Fundgrube und kann dann mir dann hier die Angebote mir anschauen. Hier für 34,99 kann ich jetzt gerade für 19,99 Euro kaufen. 29,99 Euro kann ich kaufen für 17,99 Euro. Das ist nicht so gut. Ne? Aber so kann man sich die einzelnen Preise hier mal anschauen. Und da, wo eben der größte Gap ist zwischen empfohlener Verkaufspreis und Rabattpreis, das schaut man sich dann im Detail auf Amazon direkt an. So, das heißt also die Produktnummer hier gerade bei Playmobil kann man wunderbar suchen auf dem Marktplatz Amazon. Da gebe ich einfach dann hier den Preis ein. Playmobil brauche ich wahrscheinlich nicht mal. Aber hier ist gleich irgendwo der Pool, da ist der Pool. Wird hier gerade für 21,43 Euro verkauft. Ah, da kommt aber noch Versandkosten von 3,99 Euro dazu. Das bedeutet, dass der Verkauf hier über Amazon UK gerade abgewickelt wird. So, jetzt haben wir hier noch andere Händler, die ich mir anschauen kann. So, da kann ich jetzt hier
mir die Händler anschauen, 2810, 2822 und so weiter und so fort. Ich kann auch hier draufklicken und mir eine gesamte Liste anschauen. Also die meisten verkaufen das aktuell so um die 28 Euro. Es sind relativ viele Verkäufe, die da am Start sind. Aber es gibt auch welche, die haben noch einen gesunden Preis von 49 Euro und so weiter. Ja, der offizielle Verkaufspreis ist ja 34,99 Euro. Jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, wenn ich den jetzt für 21,43 Euro verkaufen wollen würde, würde ich natürlich keinen Gewinn machen. Na, zwischen 19,99 Euro und 21,43, dann kommen natürlich Versandkosten oben drauf, dann sind wir irgendwie was bei 4 Euro drauf, bei 25,50 Euro irgendwie. Das ist kein Gewinn. Was wir brauchen, ist eine Einschätzung, wann ist ein guter Preis für dieses Produkt zu erzielen, weil Spielzeug ist ja nun mal saisonale Ware. Und wenn ich mir hier bei Helium 10 X-Ray Plugin anschaue, wie hier aktuell die Verkaufskurve ist, gehen wir mal hier auf ein Jahr, dann kann ich sehen, dass ich beispielsweise sehr gute Preise erzielen kann, eben hier in dieser Zeit, also kurz vor Weihnachten. Hier liegt der Produktpreis oftmals so auf 47 Euro, also der ganz normale offizielle Verkaufspreis. Und das ist gut, das ist schön zu wissen, auch hier in der Range liegt er auch so um die 45 Euro. Gehen wir mal davon aus, ich kann für das Produkt 45 Euro bei Amazon erzielen. Ich kaufe es für 19,99 Euro ein. Ja, meine Produktionskosten sind 19,99 Euro. Ja, wenn ich den für 21,43 verkaufen würde, hätte ich einen Minus von 5 Euro. Wollen wir nicht, macht keinen Spaß. Ja, also es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, was ich dir jetzt verrate, aber Verlust zu machen ist kein Geschäftsmodell. So, und dann verkaufen wir das hier in der Spitze, sagen wir mal, für 45 Euro. 45 Euro, das bedeutet, ich mache dann an einem Verkauf, wenn ich 45 Euro dafür bekomme und 19,99 Euro bezahle, 15,04 Euro Gewinn. 15,04 Euro an ein Produkt, was einfach nur ein halbes Jahr bei mir auf Lager liegt. Und dann schicke ich es zu Amazon ein oder ich kann es auch schon vorher zu Amazon einschicken, dann lasse ich es einfach liegen und gebe einfach meinen Wunschpreis an und irgendwann wird sich jemand erbarmen und mir das zu dem Preis abkaufen. Nämlich genau dann, wenn alle anderen hier out of stock sind. Weil meistens haben wir hier nur einen Aggressor am Start. Oftmals ist es Amazon, die den Preis so lächerlich tief nach unten drücken. Und sobald Amazon out of stock ist, hast du die Möglichkeit, massiv Geld zu verdienen. Weil, was tut denn Amazon? Amazon reduziert den Preis hier auf 21 Euro. Der Bestseller-Rank und die Rankings, die werden positiv davon beeinflusst und sobald dann, vielleicht kann ich das hier nochmal sehen, und sobald dann der Verkaufspreis ansteigt, weil Amazon kann nicht mehr liefern, geht natürlich der Bestseller-Rank auch nach oben, beziehungsweise die Rankings werden schlechter, aber zeitversetzt. Und in dieser Zeit gewinnst du massiv Geld, ja, und hast einen unheimlich hohen Warendurchsatz. Manchmal ist es sogar ganz gut, wenn Amazon selber verkauft, gerade bei solch einer Handelsware. Zusammengefasst, wenn du mit Online-Arbitrage starten möchtest, hands-on, also manuell, gehst du einfach auf die beliebtesten Seiten, Playmobil, Lego, Real, Fachshops wie Fahrrad.de zum Beispiel und schaust da in die Angebotssektion nach. Und wo du gute Angebote findest, wo du schon sehen kannst, dass die auf Amazon zu einem deutlich höheren Preis verkauft werden könnten, auch wenn es im Moment gar nicht so ist, dann kannst du zuschlagen. Tu mir einen Gefallen und vor allen Dingen tu dir einen Gefallen. Wenn du mit Onlinehandel anfängst, auch mit Arbitrage oder auch mit FBA, dann nimm nur Kapital, was du übrig hast. Nicht etwas, was du dir vom Munde absparen musst und im Hoffnungsmarketing dann davon ausgehst, dass du da relativ schnell dein Invest wieder zurückbekommst, um überleben zu können. Das ist keine gute Strategie. Nimm nur Geld, was du in diesem Moment nicht brauchst und was nicht für dein Überleben sorgt. Ganz wichtig. Andernfalls hast du wirklich großes Risiko, vielleicht auch bankrott zu gehen. Und das wollen wir alle nicht. Das will ich nicht und du schon gar nicht. Okay, so, das war der manuelle Weg. Und du merkst schon, der ist wenig skalierbar. Wenn du so für ein Produkt 10, 15 Minuten suchen musst und dann nicht genau weißt, ob er dann tatsächlich auch gewinnbringend zu verkaufen ist, dauert alles sehr lange und du bist dir sehr limitiert. Vor allen Dingen aufgrund der Menge, die du finden kannst. Zeit ist halt unser größtes Gut, immer noch. Und deswegen zeige ich dir jetzt eine Möglichkeit, wie du das Ganze auch automatisch machen kannst. Und zwar mit einer hervorragenden Software, die nichts anderes tut, als den ganzen Tag für dich coole Produkte zu finden, um deine Taschen voll zu machen.
Und dazu gehen wir jetzt wieder hier auf meinem Bildschirm und verlassen den Playmobil-Shop und gehen zu Tactical Arbitrage. Auf Tactical Arbitrage angekommen, kannst du hier in den Mitgliederbereich reingehen, wenn du noch keinen Account hast. Dann meldest du dich am besten an und wenn du den Rabattcode oder den Code AMZPRO10 angibst, bekommst du eine 10-Tage-Testversion. Du kannst also 10 Tage die Software ganz frei testen, du kannst alle Funktionen nutzen und wenn du nach 10 Tagen du zu der Entscheidung kommst, das Tool, das funktioniert für dich nicht besonders gut, kannst du es ohne Angabe von Gründen auch jederzeit wieder kündigen. Du hast also null Risiko. Ich kann dir wirklich empfehlen, das auszuprobieren. Ich selber habe einen Testzeitraum genommen und war so überzeugt von der Software, dass ich jetzt schon etwas länger dabei bin und mit der Software intensiv arbeite. Jetzt hier gerade hast du meinen Test-Account. Mit meinem Original-Account sieht natürlich auch der Desktop schon deutlich anders aus, mit viel, viel mehr Suchanfragen. Aber Tactical Arbitrage ist tatsächlich gerade für den deutschen Markt das einzig wirklich nutzbare Tool. Es gibt viele solcher Tools, aber diese Software hat auch deutsche Shops mit drin und das ist für unsere Region ja überaus wichtig. Alright, also ich lasse Tactical Arbitrage hier im Bereich Product Search einfach mal drüber laufen. Ich kann jetzt sagen, in welchem Shop ich suchen soll. Hier habe ich schon den deutschen Marktplatz ausgesucht oder rausgefiltert und kann mir hier verschiedene Shops aussuchen, wo Tactical Arbitrage einfach mal scannen soll, welche Artikel kann ich denn gewinnbringend auf Amazon verkaufen. Das wird jetzt hier ein bisschen länger dauern. Ich habe aber solche Anbieter, die ich vorhin schon nannte. Fahrrad.de, wenn ich im Baumarkt unterwegs sein möchte, kann ich hier dann auch den Baumarkt, Tagebaumarkt abgreifen. Oder auch sogar Apothekenseiten sind möglich. Ne? Und Real ist hier übrigens auch dabei. Sportcheck, wer mit Sport unterwegs sein möchte, ist hier auch sehr gut aufgestellt mit Tactical Arbitrage. Die Ergebnisse kommen dann meistens so daher. Wenn ich hier mal auf View Data gehe, dann kann ich hier sehen, was wir jetzt hier gerade rausgefiltert haben. Und ich sehe hier schon einige coole Produkte, hier beispielsweise die Fahrradpumpe. Die kann ich einkaufen, hier in dem Falle bei Otto für 20,70 Euro und kann sie auf Amazon wieder verkaufen für 54,08 Euro. Also sehr interessant und das macht natürlich Spaß. Und davon gibt es jetzt hier gerade aktuell 258 Items, 155 habe ich gefiltert. Wie genau Tactical Arbitrage funktioniert und wie du es nutzen kannst für deine Zwecke, dazu habe ich eine eigene Masterclass erstellt, also eine Tactical Arbitrage Masterclass. Den Link findest du unten drunter. Wenn du magst, kannst du dich da direkt eintragen und dann erfährst du alles über Tactical Arbitrage und wie du es sinnvoll und profitabel für dein Business einsetzt. Dann gehen wir hier nochmal weiter runter und ich sehe hier beispielsweise Süßigkeiten, also was zum Naschen, Fahrradlampen, also ein Sammelsorium aus unterschiedlichsten Artikeln, die ich hier habe. Beispielsweise habe ich jetzt hier bei Rose Bikes habe ich diese Shimano Hinterradbremse entdeckt, ja, oder Tactical Arbitrage hat sie entdeckt. Ich will sie mich mir ja nicht mit fremden Federn schmücken und habe das gleiche bei Amazon entdeckt hier für 26,99 Euro. Tactical Arbitrage sagt, hey, da verdienst du 6,50 Euro dran und ein Return on Invest 49%. Das ist mal gar nicht so schlecht. Also gucke ich mir das doch mal an. Gehe ich mal in beide rein. Ich öffne das mal jeweils im neuen Fenster. Dann habe ich hier einmal hier für 13,50 Euro die BR-T610 Hinterrad V-Bremse. Alright, ne? So, dann habe ich hier das gleiche, muss ich hier wahrscheinlich auswählen. Das ist vorne habe ich jetzt gewählt, das ist hinten, ne? Die sieht genauso aus und wird tatsächlich hier für 34,95 Euro verkauft. Mal gerade gucken, nein, wir hatten schwarz, das war eine schwarze, die wird sogar nur für 22,59 Euro verkauft. Das lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Ne? Also da können wir hier nochmal eine kleine Kalkulation aufmachen. 22,59 ja, und ich kaufe die ein, was hatte ich hier vorhin gesagt, für 13,50 Euro. 13,50 Euro. Alright, da mache ich jetzt 2,89 Euro. Kann man machen. Muss man nicht unbedingt. Man fährt halt keinen Verlust damit, aber das ist jetzt auch kein großer Gewinn. Ich glaube, gerade beim Arbitrage sollte man darauf achten, dass man maximalen Profit fährt, also so 5 bis 10 Euro sollten drin sein. Weil am Ende des Tages ist es ja so, du steckst sehr viel Arbeit in die Produktrecherche rein.
Ja, und musst halt schauen, dass du deine Arbeitszeit auch irgendwie bezahlt bekommst. Und wenn du jetzt bei Playmobil zum Beispiel nur 3 oder 4 Artikel kaufen kannst von einem Typen, den du dann eben für 5 Euro verkaufen kannst, hast du eine Stunde Arbeit reingesteckt für 15 Euro Gewinn am Ende des Tages. Das ist deutlich zu wenig. Da musst du also auf jeden Fall deinen eigenen Unternehmerstundenlohn viel, viel höher bewerten. Ja, 50, 60, vielleicht auch 100 Euro und dann macht die ganze Sache auch Spaß. Ich kann natürlich jederzeit hier auch immer eingrenzen, wo ich suchen möchte. Wenn ich bei Fahrrädern keine Lust habe, wenn ich da einfach nicht kompetent genug für bin, dann suche ich halt andere Produkte eben nicht aus dem Fahrradbereich. Und ich kann natürlich auch jederzeit filtern. Ich kann die Daten filtern und sortieren bei Tactical Arbitrage. Ich kann hier bestimmen, wie groß denn der Profit sein soll von den Artikeln, die mir angezeigt werden, wie häufig das Produkt verkauft werden soll, Estimated Sales per Month beispielsweise und so weiter und so fort. Also ich habe hier eine ganze Menge, die ich filtern kann, so dass ich auch dann direkt meine Lieblingsprodukte auf dem Bildschirm habe und muss nicht lange suchen. Und das meine ich damit. Das ist skalierbar. Du musst nicht suchen. Tactical Arbitrage sucht für dich. Und das Gute ist, du kannst da auch eine wiederkehrende Suche starten. Du kannst Tactical Arbitrage anweisen, dass er jede Woche einmal deine beliebtesten Shop abgrasen soll, um zu schauen, ob er da Artikel findet, die man auf Amazon zu einem Gewinn verkaufen kann. Sobald Tactical Arbitrage einen Treffer hat, wird auch sofort eine Notification rausgeschickt mit den Informationen, dass es hier einen neuen Artikel gibt. Zusammengefasst brauchst du auf jeden Fall eine Software, um es wirklich seriös durchführen zu können. Du musst historische Daten von Amazon haben. Historische Daten sind key und die bekommst du über Helium 10. Link findest du unten drunter. Du kannst aber auch Kepa zum Beispiel nehmen, da kriegst du auch historische Daten. Und wenn du professionell Online-Arbitrage aufbauen willst, dann brauchst du auch eine Software. Ansonsten wirst du nicht genug Zeit haben, dich um all die ganzen Shops zu kümmern, wo es doch so großartige Angebote gibt. Und da wäre jetzt hier Tactical Arbitrage mein Angebot für dich, weil das funktioniert hervorragend für den deutschen Markt. Auch den Link findest du unten drunter. AMZ Pro 10 gibt es dann 10 Tage kostenlose Testversion. Und wie gesagt, probier es einfach aus. Für mich ist Arbitrage ein wirklich sehr, sehr gutes Geschäftsmodell. Es ist nicht das einzige Geschäftsmodell. Ich mache trotzdem noch FBA im Bereich von Private Label. Aber Online-Arbitrage ist ein zusätzliches Standbein, ein zusätzliches Einkommen, das ich für mein Unternehmen generiere. Denk drüber nach, ob Online-Arbitrage nicht vielleicht auch was für dich wäre. Was denkst du darüber? Lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Hey, und wenn du sowieso schon da unten bist, dann abonnier doch den Kanal und drück natürlich die Glocke, damit du informiert bist, sobald ich hier für dich ein neues Video hochlade. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann einfach den Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.